Mein Name ist Helga Kricke, ich bin in Straubing in der Volkshochschule in der Lehrküche und ich mache für heute einen Kaiserschmarrn. Das ist eine österreichische Spezialität aus meiner Heimat. Die folgenden Zutaten sind entweder für eine Portion als Hauptspeise gedacht oder für zwei Portionen als Nachspeise. Das wären 20 Gramm Mehl, 65 Milliliter Milch, ein Ei, eine Prise Salz, eventuell Rosinen und zum Bestreuen und Servieren Puderzucker. Gut, wir schlagen jetzt ein Ei auf. Das wird getrennt. Machen wir die Schüssel da. Eiweiß und Eigelb trennen. Jetzt kommt das Eiweiß da rein zum Schlagen. Das Eigelb da mal da rein. Das brauchen wir später. Und jetzt werden wir den Eischnee schlagen. Er soll so schön fest sein. Jetzt brauche ich eine zweite Schüssel fürs Mehl und die Milch. Die müssen wir verrühren. Aufpassen, dass wir keine Klumpen reinkriegen. So, jetzt schalten wir uns den Backofen, den Ofen ein. Da kommt Butter rein zum Rausbacken, dass das schön heiß wird, wenn wir mit dem Teig fertig sind. So, das verrühren wir jetzt noch. Dann kommt noch eine Prise Salz rein. Dann kommt das Eigelb. Jetzt hat es da so einen Teig. Dann geben wir den Eischnee drunter. Der wird vorsichtig drunter gehoben. Und jetzt brauchen wir nur die heiße Butter. Der Kaiserschmarrn, das ist ein Gericht aus Österreich. Das hat damals der österreichische Leibkoch von Kaiser Franz Josef für seine Kaiserin kreiert. Und er hat damals Rosinen rein, weil er was luftig Lockeres wollte. Und hat den Schmarrn Kaiserinnen-Schmarrn genannt. Daher kommt der Name. So, jetzt ist die Butter schon schön heiß. Geben wir jetzt den ganzen Teig rein. Einfach mit der Teigkörbe alles rausputzen. Das ein bisschen verteilen. Kommt darauf an, wie euer Ofen funktioniert. Dann könnt ihr es entweder höher drehen oder weiter runter drehen, damit es nicht zu heiß wird. Ich gebe jetzt da Rosinen drauf. Die müssen nicht sein, aber schmecken halt einfach gut. Und dann warten wir, dass das am Rand schön hellbraun wird und dass das zu brutzeln anfängt. Weg. Das ist dann ein Teller zum Anrichten. Und wenn ihr mehr Kaiserschmarrn macht, dann macht euch das Backrohr an, auf so 70, 80 Grad, irgendeine Warmhaltepfanne rein und da könnt ihr den Kaiserschmarrn warm halten, bis alle Portionen durch habt. Zum Servieren dazu kann man entweder eine Kugel Eis dazugeben oder Vanillesoße, Apfelmus oder was man auch ganz gern dazu macht, ist ein Zwetschgenröster. Das sind gedünstete Zwetschgen, die mit Zucker und vielleicht mit ein bisschen Zimt abgeschmeckt sind. Und das kann man dann warm oder kalt dazu essen. So,
Schauen wir mal, schön langsam bewegt sie sich schon. Das dauert nur ein kleines bisschen, dass es jetzt unten schön braun wird. Und dann kann man umdrehen. Also das eignet sich wirklich auch ganz gut als Hauptgericht, vielleicht davor mit einer Gemüsesuppe oder eben als Nachspeise. So, kleines bisschen noch, dann können wir umdrehen. Könnt ihr, wenn es wirklich ist, einmal. Ah, das ist noch zu wenig. Nachschauen. Es kommt ja immer drauf aufs Ei an, ob ihr große Eier habt oder kleine Eier habt, dann wird der Teig ein bisschen fluffiger oder ein bisschen fester. So, schauen wir mal, ob wir umdrehen können. Seht ihr schon, dass er wirklich schön braun ist, locker ist. Und jetzt werden wir den einfach zerreißen oder zerschneiden, immer mit Plastik- oder Holzwerkzeug, sage ich jetzt einmal, weil nicht, dass er hier die Pfanne zerkratzt und dann ist die Pfanne kaputt. Das soll ja auch nicht sein. Und jetzt wird er nur schön goldbraun geröstet und angebraten. Und dann könntest du mit Puderzucker servieren oder auch mit Kristallzucker. Je nachdem nach Geschmack. So. Das soll halt wirklich schön fluffig und locker sein. So den Teig nicht zu dünn in die Pfanne rein. Die Zutaten, die jetzt da waren, sind genauso für eine Pfanne, damit der schön fluffig und locker ist. Und nicht zu dünn. Die zwischendurch ein bisschen wenden. Damit überall schön goldbraun wird. Das geht ja mit so einer Pfanne am allerbesten. Da brennt nichts an und dann passt es. So. Dann können wir den Ofen die Platte ausschalten. Man kann das nur ein bisschen nachziehen. Und dann können wir den schon servieren. Jetzt da auf den Teller drauf. Und dann einfach ein Puderzucker drüber. Und schon habt ihr leckere, lockere Hauptspeise oder Nachspeise fertig. Guten Appetit.